alles nieder, was ihr in den Weg kommt. Das müssen Osseram sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Ha! Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen? Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Die Vorführung letzte Woche war viel besser. Und das ist kein gewöhnlicher Salamander. Als wäre ein gewöhnlicher. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können.
Maschinen! Mal sehen, ob ihr uns kriegt. Das war nicht klar, was er mit dem Telefon erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Wer rastet, der rostet. Wir sollten wieder raus und die Herde verfolgen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Wir sollten noch mehr. In den Norden, wo Eis und Schnee. Sei gegrüßt. Ich bin Teacock. Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Das blaue Licht ist stark hier. Mein Volk machte den weiten Weg aus den Höhlen Ban-Urs, um es einmal selbst erleben zu können. Blaues Licht? Das Licht der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns. Und so war es schon immer, bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Wir singen und wir lauschen den Maschinenliedern. Die Maschinen singen für euch? Für sich selbst? Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen. Die Rufe und Schreie.
Wir sollen sie nicht verstehen, doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt? Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft, für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein, es war das Lied des Donnerkiefers. Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt, und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war, verklang auch das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert und ist noch da. Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseran, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseran wohl die Welt, oder nicht? Sie aßen mit uns. Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Darf ich mich etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche, wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die Banuk nichts damit zu tun. Sehr zu wünschen übrig. Es muss an diesem Ort liegen. Paar Maschinen suchen. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Fokus. Da, ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Die Grauhabichte warten nur ab. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Es ist vor kurzem jemand hier oben gewesen. Waren das Stimmen? Fersen hinaus! Ihr könnt uns nicht... Schickt Wilgund dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es von Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung.
habt ihr losgelassen, ihr Haufen Holzköpfe? Das war doch... Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Sie haben es verbockt. Katastrophale Fehlfunktion. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Nein, der Angriff hat schon begonnen. Wir jagen wieder. Die Maschinen sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Greift mich an. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Nicht glücklich darüber sein. Ich hasse diese Arbeit, so langweilig. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde.
Die Oseram dachten... Die Oseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk.
Osaram lieben es, in den Ruinen der Alten herumzugraben. Sie leben sogar auf den Überresten, die sie... Sollen die Leute im Sonnenfall hungern? Warum greift König Arab nicht? Gleich grüßen. Hast du einen Augenblick, Fremde? Tatkräftige Abenteurer! Gut. Fremde! Du wirkst, als ob. Hey! Warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen, es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig, es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Jihan hatte ich immer Angst um mein Leben und das meiner Familie. Unter König Awad wird es nicht passieren. Das ist die Jägerloge. Nur Mitglieder und geladene Gäste dürfen hinein. Wie wird man eingeladen? Du kommst ganz aus dem Wilden Osten, nicht? Dann hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. In jedem finden Jagdprüfungen statt. Wenn du eine bestehst, kriegst du ein Abzeichen, die Halbsonne. Mit dreien bekommst du Zutritt. Jetzt fort mit dir. Hast du einen Augenblick, Fremde? Weiter. Osaram, Händler, so.